Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Heroes hier bei Crush Wurdefig 89. Hank Castle mit Team Dark betretet das Spukschloss. Lern mal lesen. Are you sure this is the right way? Affirmative. What's up? Something on your mind? Well, never mind. Let's go. That blue hedgehog like me. What did the doctor say about my memory? And just who am I? Ja, und wieder philosophiert der gute Shadow über sich selbst. Naja, sei es drum. Jetzt wird's wieder etwas gruselig. Zum letzten Mal werden wir noch einmal das Spukschloss betreten müssen. Und ja, Hank Castle ist da vielleicht noch kein Problem. Ich glaube auch selbst mit Team Dark, aber bei, bei Mystic Mansion, glaube ich, habe ich da wieder schlechte Erinnerungen dran. Besonders am Abschluss, da hatten wir ja schon mit Team Sonic einige Probleme. Aber vielleicht kriegen wir das auch so hin. Ich denke, dass ich da guter Dinge bin dieses Mal. Das machen wir jetzt noch in diesem Part. Mann, Omega, halt doch mal die Backen still. Der kann gar nicht aufhören, da anzugreifen jedes Mal. Ich drücke den Sprungknopf, um das noch abzu... Wow. Um das zu stoppen, und der greift einfach weiter an und... fällt lässt und stürzt sich beinahe schon in den Tod, ey. So, geht down, ihr Spackos. Aber wie ich nichts treffen kann. Jetzt ist er aber tot. Und wieder richtig rumgestellt. Genau. Ich glaube, das sollte man den Powertyp als Anführer nehmen, damit sie sich dann zu verteilen. Weil dann bekommt man ja zusätzlich Ringe. Ja. Wie zum Beispiel da. Ja. Und zwar ein paar mickrige kleine Spackos von Eggman-Robotern. Die wir ganz schnell gebasht haben, und dann geht's wieder los mit Upside Down. Na 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 na. Ja. Irgendwas mit Britney Spears, ich weiß es nicht. Hat man mir bestimmt schon in den Kommentaren geschrieben, aber wie ihr alle wisst, nehme ich das hier gerade in voraus auf. Also ich glaube, das Let's Play werde ich schon fertig haben, bevor es überhaupt hochgeladen wird. Schon lange. Es ist halt nun mal so, jetzt bin ich hier... Ich nehme halt jetzt viel zu viel im voraus auf, aber ich will auch rechtzeitig alles fertig bekommen, bevor... Ja... Bevor ich etwas zu... bevor ich mich etwas zu sehr stressen muss, deswegen, weil ich möchte euch ja die Videos pünktlich zu den geplanten Terminen liefern können, und dafür bin ich ja da. Ich muss es natürlich nicht, aber es ist mein Wille, der zählt. Und ich will das natürlich tun. Selbst Shadow erschreckt vor Geistern, das ist schon krass. Wenn aber auch nicht so, ja, wenn es auch nicht so wirkt, als würde er sich davor erschrecken. So. Naja, die Wand ist da dazwischen, dann bringt es natürlich nichts. Ich muss darauf. Yes. Da muss man schon aufpassen, dass man damit arbeiten kann. Kann man den Schild eigentlich auch mit Rouge entfernen mit der Zeit? Nee. Geht eigentlich nur mit Omega, weil ich dachte schon, dass der jetzt einfach durch Rouge besiegt werden konnte. Dieser Geist nervt auch ganz schön. Den wollte ich nämlich auch gerade bashen, aber hat irgendwie nicht gekloppt. Ja. Ein paar Roboter gebasht und wieder das Schloss richtig rumgestellt. Ja, so wie es sich gehört. Oh, und da ist wieder was für, Shadow. Hat sich das schon noch umgestellt? Ne, da muss ich noch den Bursch wieder vorne mir vorknöpfen. Ja, und die anderen drei ja auch noch zusätzlich kommen. Achso, nein, ich glaube, ich weiß, wofür das ist. Da ist der Schalter, und dann wird das nach oben gefahren. Also man muss erstmal die Gegner besiegen, um den Schalter dafür freizukriegen. Schon verstanden. Boah, wie lang ist denn die Stange? Weil die hat ganz schön lange gebraucht, bis dass sie hochgefahren ist. Hoho, lang genug anscheinend, wow. Aber nicht schlecht. Also die fliegenden Gegner kann man auch gezielt ignorieren. Man weiß halt nie, wie
wie man das jetzt regeln soll mit den hohen Rang, weil ich habe den Checkpoint berührt. Okay. Das war jetzt strange. Man weiß halt nie, wie man das jetzt wirklich regeln möchte mit den Rang, weil wenn man jetzt überall A-Rang erreichen möchte, muss man auch gleichzeitig möglichst viele Feinde dazwischen bashen. Es ist ja nicht diesmal auf Zeit begrenzt, sondern einfach zusätzlich noch auf Punkte, also wie viele Gegner man insgesamt zusätzlich noch basht. Das wird auch noch mitgezählt. Und wie viele Level-Up-Cores man hat. Weil die werden ja auch noch bei den Endpunktestand dazu gerechnet. Ey, was geht denn hier? Rouge ist auf einmal schneller als Shadow. So ein krasser Sound, ey. Also ich mag den Soundtrack, der ist chillig. Also diese Stage würde ich schon... Also diese Stage ist schon eigentlich ganz gut gedacht. Ich meine, wie viele Grusel-Stages gab es überhaupt mal in der Sonic-Reihe? Das gilt es auch mal zu ausdiskutieren. Ich glaube eigentlich noch nicht so viele. Außerdem fällt mir gerade... Außer... Komm. Ist das zu fassen? Mir haben noch 2 Ringe für ein Exalim gefehlt. Dann hätte er es wenigstens ausgleichen können. Ah. Generell weiß man nicht, was für Grusel-Stages es, wie viele Grusel-Stages es überhaupt jetzt noch in der Sonic-Reihe gibt. Ich muss mal nachdenken. Mystic Mansion aus Sonic 2 zum Beispiel könnte man schon dazu rechnen, aber sicher bin ich mir natürlich nicht, weil es ist einfach nur eine dunkle, unheimliche Höhle. Auch in Sonic Lost World, dieser eine Bereich mit Zor. Mit den Eulen, die was, mit den zielsuchenden Eulen, die was einen sofort töten, wenn man da in deren Lichtkegel gerät. Oder zumindest auf den 3DS noch zusätzlich Ärger bereiten. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Ich habe da keinen. Ich kann da einfach nicht sagen, was jetzt genau, wie viele große Stages es schon gibt, weil, wenn man das mit Super Mario vergleicht. Da gibt es immer laufend Spukschlösser mit Buhus und auch und sonstigen Zeugs. Ja, einfach mit Homing Attack und gut ist. Das hätte ich machen sollen. Und nicht mit dem Fly-Typen. Mein eigener Fail. Ja, jetzt muss ich mal überlegen. Was gab es denn eigentlich für Stages immer in der gesamten Sonic-Universum? Ob es da wirklich noch mehr Grusel-Stages gab, also so mit dem Spukschluss? Ja, schon, in Shadow the Hedgehog, diese eine Cryptic Mansion, the Cryptic Castle? So hieß es doch, oder? Auf jeden Fall in Shadow the Hedgehog gab es so eine Stage. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Ja, wäre empfohlen. Aber die erscheinen auch nur, wenn man darauf steht. Das ist das Problem. Ich wäre also jetzt beinahe schon darunter gefallen. Habe ich das Gefühl gehabt. Naja. Also Shadow the Hedgehog, gab's das noch was? Sonic 2006? Nee, da gab's nichts. Da war höchstens der Vulkan und Crisis City. Dann, oh, da ist eine versteckte Wand. Mit einem Schutzschild? Einen eingesperrten? Danke dafür. Verschwende ich jetzt nicht meine Zeit mit den Gegnern hier. Es sei denn, man muss sie besiegen, um da die Tür zu öffnen. Dann verschwende ich schon meine Zeit mit denen. So. Das bringt ja auch nur zusätzlich Punkte, das ist auch krass. Muss man jetzt auch wieder alle Gegner bashen, um da reinzukommen? Okay, dann mache ich das halt. So, kriegst du aufs Maul. Ist immer noch nicht offen, was zum Teufel? Achso, da kommt, da ist einer wieder weggeportet. Den muss ich wieder erscheinen lassen. Maschinengewehr, Feuer! So, haben wir das jetzt endlich? Nee, was? Was denn noch? Ein Schalter? Nee, da ist noch einer. Boah, der hat mich beinahe erwischt. Ja, waren das jetzt endlich mal alle oder kommt da noch was? Na endlich! Ja. Auf den Kopf stellen! Naja, also Grusel-Stages, ja, Sonic 2006, da war nichts.
Was war da noch? Okay. Sonic 2006, Sonic Rush Adventure. Da war so ein Geisterschiff. Wie hieß die Stage nochmal? Hab's vergessen. Aber die Stage fand ich ja wirklich episch, weil die hat mich auch ein bisschen an Donkey Kong Country 2 erinnert. Da habe ich eine leichte Parallelen immer gesehen. Das war diese... Weil auch so ein richtiges Piratenfeeling rüberkam. Bei diesem Geisterschiff... Szenario. Oder Geisterschiff... wie sagt man dazu? Geisterschiff... Ich sag mal Geisterschiff-Szenario. Da... Oh je. Wieder das! Just watch this. Nicht schlecht. Ich glaube, ich sollte den eher bashen, weil dann wird alle... Ja. Da werden ja automatisch alle vernichtet, wenn man den goldenen... Da drüben, ja. Ja, der gute Eggman. Wow. Schon hätte er sich extrem viel vergeudet. Ja, und schon sieht man die Statue wieder von einer anderen Perspektive, wenn sie sich umdreht. Boah, der Angriff macht's. Da kann man wieder einen weiteren Schalter versuchen abzuschießen. Wenn man's kann. So, passt. Es gibt einen Teamblast. Okay. Da wartet uns wahrscheinlich noch ein letzter Kampf gegen einen Haufen Eggman-Robotern. Ja, jetzt kommt das eh mal, der Robot Carnival. Robot Storm. Ja, einfach da. Und schon kommt man wieder rein. Wieso? Was ist los? Also. Ey, wieso bin ich eigentlich Shadow? Ich habe gar nicht gemeint, dass ich Shadow war. Ich wollte eigentlich mit Omega da aufräumen. Ich greife die ganze Zeit mit Shadow an. Ich hab das gar nicht gemerkt, lol. Naja, kann passieren, ey. Wow. Yeah, Full Speed dadurch. Wird lieber auch gleich mit Shadow. Geht's noch schneller. Oh. Ey, da wollte ich... Ach, okay. Dann eben nicht. Dann machen wir weiter. Okay, ja, da können wir da versuchen abzuspringen, aufzuspringen. Na also. Ha, das liebe ich. Das hat auch eine leichte Anspielung auf... Ja. Wow. Geister. Überall. Autsch. Scheiße, ein weiterer Treffer und das war's. Aber wir haben zum Glück noch Ringe. Ja, an. Ja, sag schon. Jetzt hab ich die Stage vergessen, das war mein Lieblings... Ah ja, Speed Highway. Eine leichte Anspielung an Speed Highway, wenn Sonic den Gebäude runterrast. Alter. Das ist schon eine geile... das ist schon eine... epische Stelle gewesen. Aber jetzt genug damit. Konzentrieren wir uns auf unser Ziel, auf unser eigentliches. Und zwar die Stage jetzt noch zu beenden. 60 in Blane. Ja, ein paar kann man noch sammeln und dann... Ich weiß nicht, ob ich letztes Mal bei der PC-Version auch alle... zwei Spielermodi bereits freigeschaltet habe. Ich glaube eher nicht, weil ich habe ja da schon durchgespielt, aber naja. Obwohl ich glaube, ich hatte da schon mal alle frei, aber... Naja, egal. Ein zwei Spielermodi braucht man auch gar nicht nutzen. Die zwei Spielermodis bei den Sonic Games sind meistens eh nicht gerade die besten. So ist das ja leider, Gottes. Naja, sei es drum. Naja, jetzt wollte ich aber noch überlegen, was für große Stages noch vorkamen. Und den Namen von der Stage in Sonic Rush Adventure. Oh. Was sehen wir da Feines? Ah, jetzt habe ich sie nicht getroffen. Oder? Was?
Alter. Ja, triffst du mal, Rouge? Hallo. Endlich. So, was braucht man so gar nicht lange aufzuhalten, ey. So, wo war ich jetzt? Das war doch Haunted Ship. Jetzt habe ich endlich den Namen wieder. Haunted Ship aus Sonic Rush Adventure. Gut, und dann lasst mich noch überlegen, was da noch kam. In der Sonic Riders Reihe, da gab es ja, glaube ich, auch nicht so wirklich eine Gruselatmosphäre. So in ein gruseliger Stage. Danach, was kam dann danach? Das war dann 2007 war das Sonic Rush Adventure. 2008 kam dann ja drei Sonic Games raus. Zum einen Sonic Chronicles, die dunkle Bruderschaft. Dann noch Sonic Riders Zero Gravity. Und zum Abschluss noch Sonic Unleashed. Und in Sonic Unleashed war ja generell ein großes Spiel, weil ja Sonic so nah sich in so eine Art Wehrigel transformiert in der Nacht. Davon kommt ja auch bald das Let's Play in demnächst noch. Aber dazu muss ich erstmal die Sonic Riders Serie, Sonic Riders Reihe und auf alle dem Sonic Chronicles die dunkle Bruderschaft abschließen. Alles der Reihe nach immer. Es sei denn, wenn dazwischen zum Beispiel Sonic Boom kommt, dann kommt das natürlich vorerst noch zum Release, bevor es mit den anderen Sonic Games weitergeht. Das ist vorbestimmtes Gesetz. Ja, zumindest bei mir ist vorbestimmte Gesetz. Sorry also, dass ich da nicht alles, nicht eure Top-Favoriten wahrscheinlich zuerst losstarte, aber naja, ich habe halt Bock zu was anderem erstmals. Vor dem in Sonic Unleashed, wer erwartet uns ja auch noch, ich nehme ja auch die HD-Version vor, nur zur Erinnerung. Die Wii-Version, die PS2-Version lasse ich komplett aus. Ja, die Wii-Version sind eigentlich dieselben. Aber die PS2 und Wii-Version lasse ich total aus. Nämlich nur die Xbox 360-Version. Und dank der Aber Media Live Gamer Portable wird das bestimmt wirklich episch aussehen. Glaube ich fest daran. Darf ich da runter? Zum Glück teilweise ja. Zum Großteil ja eigentlich. Muss ich sogar. Was? Ey, lass das, hör auf! Der Typi hat tatsächlich mir ein paar Ringe absorbiert. Ich wollte da eigentlich noch nicht losstarten, aber okay, was soll's. Ja. Okay, der nächste Sprung vielleicht? Nee, passt schon. Ja, ja. Schon klar. Wow, da war schon die erste Laserfalle. Naja, habe ich jetzt nicht gemerkt, aber scheiß drauf. Wir hatten eh noch zwei Versuche. Ja, das war auch wirklich hier ein Problem, wie ich diese Fackeln auspusten musste. Jetzt, wo ich die roten Fackeln hier so sehe, da habe ich jetzt wieder, hätte ich jetzt wieder beinahe das Bedürfnis bekommen, sie auszublasen. Aber das war eine Chaotix-Mission. Und keine, ja. Achso, das war der hier, oder? Was ist der? Ja, genau, das war der hier. Das war eine Chaotix-Mission und keine, ja. Und keine andere. Und jedes andere Team hat da andere Vorbestimmungen dafür. Also, muss andere Sachen dafür erledigen. Ich glaube, dieses Mal muss ich die Schalter nutzen. Weil mit Team Sonic war das damals noch nicht notwendig. Oder? Ja, was jetzt? Wo muss ich jetzt genau hin? Wow, der auch schon wieder. Jetzt lass mich mal gucken, wie es hier weitergehen soll. Hell? What the hell? Was muss denn jetzt hier gemacht werden, bitteschön? Ach so, jetzt habe ich es aber. Da lang, bitte. Oh je, der Marker hat mich entdeckt und werde ich mich jetzt wahrscheinlich mit seiner Magie beehren. Da ist es lieber erstmal die Flucht ergreifen, dass er mich nicht mehr erreichen kann. Ja, das ist Omegas Spruch für... das ist, ja, dass er sich erschreckt hat, das ist sein Zeichen dafür. Du... Nein! Verdammt! Geh weg! Shit. Zu spät, jetzt hat er mir wieder Ringe abgezogen, dieser Spacko. Wird der Schalter sein zu... Achso, der... Das ist für die Tür da oben. Ja, schon kapiert.
Jetzt muss ich nochmal aufzählen. Also, Sonic Unleashed, das war generell ein großes Spiel. Bei Sonic Chronicles konnte ich nicht wirklich so eine große Stage feststellen. Auch, Sonic Chronicles ist ja generell ein RPG und kein Jump'n'Run. Und in... Gestorben, du Spacko. Sonic Unleashed war generell so eine große Stage, aber hatte auch nicht wirklich so eine große, ein großes Spiel und hatte keine wirkliche große Stage. Was war dann eher schon eine große Stage? Dann 2009, was kam da alles raus? Sonic und der Schwarze Ritter kam da höchstens raus im Frühjahr. Ansonsten wüsste ich da keinen Sonic Game, was 2009 rauskam. Ah ja, der Helm, Fuzzi, jetzt kommt er. So, und den Wirbeln, damit wir jetzt den Helm abjagen können. Ja, Kamera, echt episch gemacht. So, und jetzt seinen Kopf angreifen. Ja, mit meiner Superfähigkeit müsste das eigentlich, also mit dem vollen Level von Omega müsste das eigentlich klappen. So, bam. Ja, noch ein Treffer und dann hat sich die Geschichte, jawoll. So, 2009, da kam ja nur Sonic und der Schwarze Ritter meines Erachtens aus. Und dann, ja, wo ist da der Schalter? Ja, und wie zünd... Ach ja, mit Thunderschutz, glaube ich, zündet man sie nochmal an, oder? Nein. Also mit Omegas Attacken. Genau. Na, dann setzen wir eh gleich Team Blast ein, bevor uns da alle Gegner um die Ohren fliegen. Wo die Kollegen uns mit uns kuscheln wollen. Ultimate Power! Na gut, okay. Ah, da ist noch einer. Den wir wohl brauchen. Oh je. Ah, passt! Nicht schon wieder. Eieiei. Das wird jetzt wahrscheinlich die schwierigste Herausforderung. Bitte sagt mir rechtzeitig Bescheid, dass ich springen muss. Ja, hier habe ich schon gesehen. Da. Wow. Okay. Schon mal so weit, so gut. Das hat mich aber komischerweise nichts angehabt. Oder? Hat er mir geschadet? Der Zug? Ich habe nicht gesehen, ob er mir geschadet hätte. Ich fürchte schon. Naja, gut. Da wechsle ich mal die Schienen. Das ist... Von was zum Teufel? Ich wechsle extra die Schienen und trotzdem trifft er mich, dieser bescheuerte Bettlaken. Ich habe das Gefühl, der Zug hat mich doch mal getroffen. Da dürfte ich nicht springen. Ah, verdammt, mein letztes... Ah! Oh Gott, ich hab's auch noch überstanden. Okay, einfach nur den versuchen, den Angriff einzusetzen. Fire, fire! Ich glaube, dass da so manche Spieler dabei hängen geblieben sind und nicht gewusst haben, wie man die anzünden konnte. Das war schon lol. Ja. Triangle Jump. Oh mein Gott. Dachte, den hätte er jetzt nicht erreicht. Und der fällt da beinahe runter. Alter. Shadow. Mach nicht solche Sachen mit mir. Okay, ich hätte auch so raufgekonnt. Dachte, da wäre Shadow vonnöten gewesen. Ja, aber vorher wollen ein paar Spackos auf die Mütze. Ha, der Angriff ist schon episch. Wie diese lauten explosiven Bohrer da abschießt. So, da war doch irgendwo ein Riss in der Wand, oder? Weil ich wüsste jetzt sonst nicht, wie man da jetzt bitteschön die Plattform, oder? Ach so, die kann man auch mit ihm angreifen. So, jetzt wieder in die Dimension der Geister. Muss man wieder Schalter aktivieren. Ja, was fahre ich eigentlich? Obwohl möchte ich diese ganzen Geister hier aus dem Weg haben, weil die sollen mich nicht dabei behindern. Oh, diesmal sind sie noch gröber verteilt, die ganzen Schalter. So, ein paar Ringe, um sie zu betäuben.
Ah, die Geister, was machen die? Wenn sie die Kumpanen erwischen, dann nützen, dann entfernt sie sich von den Schaltern. Das ist echt nicht gut. Okay, jetzt weg hier, Geister, ich muss mich konzentrieren. Jawohl. Geschafft. So, das sind wieder ähnliche Herausforderungen wie Team Sonic. Aber ich glaube, die sind diesmal nicht ganz so schwierig wie mit Team Sonic. Kann ich mich daran erinnern. Oh Gott, wie viele sind das jetzt? Okay. Weg mit denen. Achso, man muss einfach nur Gegner bashen oder was? Ja, stimmt, man muss einfach nur Gegner bashen. Mit Team Sonic musste man schon Geschicklichkeit zeigen. Man kann natürlich auch jeden anderen Typen hernehmen für diese Herausforderung. Man muss einfach nur Gegner bashen. Man muss das nicht unbedingt mit den Speed-Typen machen. So. Hat das auch, man muss also nicht auch jetzt noch mit Shadow machen. So, ich glaube, das waren alle, oder? Ja. Das ist einfach nur Gegner-Bashing. Das ist einfach easy peasy. Und den letzten Bereich, den Power, da wird wahrscheinlich die dicken Brocken wieder rausgeholt. Im engsten Raume. Ja. Da brauche ich einfach nur Team Blaster einsetzen und dann war es das schon. Das dürfte kein Problem sein. Kommt nur her. Ja. Oder einfach Chaos Control und dann war es das schon. Das war's. Können wir also diese Herausforderung als bestanden betrachten. Oder? Da müsste jetzt eigentlich ein Schalter erscheinen. Ja. Bingo, Baby! Schon sind wir durch. Yeah, epic. Die sechste Stage ist auch schon abgeschlossen, aber es kommt da jetzt noch der Robot Storm und der wird die Härte. Wenn ich schon mit dem Robot Karneval nicht zurechtgekommen bin, wie wird das erst hier enden? Na, wir werden sehen. Satisfactory level. What do you think, Omega? Sensors jammed. Real Eggman ID not possible. We'll just have to find out, won't we? What's the matter? Cold feet? Well then, here I come. Get them. Na gut. Ja, auch er ist nicht der echte Eggman. Das war auch schon von Anfang an klar. Aber der wahre Feind, der kommt noch. Okay. I'm ready. Besonders im Finale. Den haben wir auch schon angeteasert gesehen. Muss ich mal gucken. Vielleicht sollte ich erstmal dafür sorgen, dass der Fly-Typ ein bisschen aufsteigt. Okay, ich sollte doch auch erstmal auch mit Rouge attackieren. Und dann mit Omega die zu Boden gestürzten Gegner besiegen. Das macht es endlich down, ey. Ja. Zum Glück arbeiten die KI-Partner auch mit und bashen den Gegner noch ein bisschen mit. Geh runter da! So. Und nach drauf springen, so geht das auch und schon ist er weg. Gut, das waren schon mal die erste Welle. Oh, jetzt kommt wieder diese Gegner noch. Oh Mann, nein, das kann nicht wahr sein. Jetzt schon der dicke. Shit, und er hat mich! Oh Mann. So, wer sich nicht mal kurz hinlegst, ja? So. Mega noch richtig draufkloppen. Was? Hat das ganz gebracht, den Arm anzugreifen? Na gut, dann eben Chaos Control. Sollte ich mir eigentlich aufsparen, ich weiß, aber bleibt mir jetzt gerade keine Wahl. So, wo bleibt der Rest vom Schützenfest? Ich warte. Ich muss diese fliegenden Spackos auch noch irgendwie vom Himmel kriegen. Die brauchen ja zum Glück nur einen Treffer. So, die nächste Welle. Diesmal sind es lauter Goldene. Und die werden geheilt von einem Magier.
Ja, ich weiß, dass man das wohl machen muss. Lass mal den Magier da so Gefecht setzen, weil der nervt. Vielleicht kann auch Shadow mal versuchen, einen Gegner down zu machen oder gleich mit ihm Chaos Control machen und dann kommen vielleicht ein paar Power Cores für Rouge und Omega noch dazu. Hier? Nee, da ist kein... Oh nein. Na gut, dann weiter im Programm. Der Kasten ist ja jetzt offen, jetzt kommt... Oh nein, lauter Goldene! Und wenn einer nur anfängt zu ballern, dann habe ich ein Problem. Ah! Boah. Weil die alle mich umringen. Ich muss sie alle erstmals aus Gefecht setzen. Naja, Shadow schon mal umgekippt den einen. Sehr schön. Der nächste. Sehr schön. Dann ist der letzte kein Problem. Ah. So. Rumwirbeln und dann und den Rest geben. Puh, ich brauche noch ein paar Power Cores. Ich bin ein bisschen angespannt jetzt, deswegen. Lieber Shadow. Jawohl. Jetzt für Omega was. Ja, da kann er dann richtig. Da kann er dann endlich mal seinen dritten Move einsetzen. Autsch. Sollte ich mit Shadow zuerst mal den Schild entfernen, weil der. Breitet dann nur noch Probleme dadurch. Bam. Und ja. Rouge Level 2. Sehr schön. Gut. Ah. Och du Scheiße. Nein. So nicht mit mir, Freundchen. Gut. Sehr schön. Jetzt auch Omega Level 2. Wenn jetzt Level 3 reicht, dann kann er richtig fett zuschlagen. Da gibt es auch noch was in den Hintergrund, aber das kann man nur mit der Kanone erreichen. Ich glaube, da gibt es auch so Level-Up-Kurs. Ach so, wir müssen eh die Kanone jetzt nehmen, um weiterzukommen. Fail. Okay. Dann nochmal den nächsten, bitte. Komme ich dann den Ballon ran? Ja. Oh, da gibt eh nur Ringe. Na toll, jetzt haben die alle ein Schutzschild. Das bringt mir was. Und wenn die mich jetzt da abballern, dann bin ich so zurückgeschleudert, dass ich da garantiert rausfliegen kann. Omega! Ich hasse es, wenn die so am Rand stehen. Vielleicht lieber umwirbeln. Da habe ich ja trotzdem Angst, dass ich da runterfalle. So, weg. Aber auf irgendwas wollte ich ja noch hinweisen, genau. Schon wieder... Oh, wie viel denn noch? Die hören gar nicht auf. Ich werde erstmal die Magie aus dem Weg räumen, weil die heilen ja ständig. Okay, der ist mal weg. So, und jetzt wird es wieder Zeit für Chaos Control! Einfaches Prinzip. So, alle sind Level 3. Jetzt sind wir bereit zuzuhauen. Sollen nur die Gegner kommen? Okay. Dann 2010 kamen, sowohl... Was kam jetzt alles raus? What the hell? Wie viele von denen sind das jetzt? 3! Verdammt. Na warte. Nicht Shadow! Was? Oh, diese blöde... Nein, der hat mir alle Ringe abgeknüpft. Das war der Magier schon wieder. Der Magier hat mir alle Ringe abgeknüpft, das ist nicht wahr. Nein, und dann werde ich schon getroffen! Scheiße, ich wusste ja, dass es passiert. Das war eine ziemlich fiese Kombination. Ah, nein. Das war sowas von klar, dass das passieren muss. Der Magier kommt und zieht mir alle Ringe ab. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, 2010 kam dann Sonic Colors und Sonic Free Riders raus. In Sonic Colors da könnte man den Asteroid Coaster schon eher so als große Stage betrachten, mehr oder weniger als die unheimlichste
2011 Sonic Generations. Da wurden dann eher alte Sonic Stages wieder neu aufgelegt. Aber was kann man da als oder irgendwas als großes Stage betrachten? Ich glaube nicht. Nee. Also da fällt mir gerade nichts ein. Nee, da gibt's nichts. Die Großliga ist, was hergenommen worden ist. Also insgesamt kann man sagen, dass in Sonic-Reihe nur selten große Stages hergenommen worden sind. So könnte man es schon sagen. Ist meine Ansicht darüber. Wow! Nein. Ah, geht er weg! Boah, dass ich blöd betäubt bin. Dabei noch. Aber jetzt ist er endlich weg. So, jeder hat einen Level. Das könnte man vielleicht nutzen. Au! Nein! Der stirbt mir nicht weg! Der Magier heilt sie immer wieder. Dann eben Team Blast, komm! Und ja, 2012. Das war jetzt nochmal. Sonic und Awesome Racing Transformed. Sonic Lost World dann letztes Jahr. Ja, und dann war es das schon. Mehr gab's dann nicht. Also dann kommt Sonic Boom. Vielleicht haben sie da wieder eine große Stage. Ja, jetzt kommen die wieder. Die Shit. Wow. Die Wellen sind aber dieses Mal schnell, die sie hier ausschicken. Also diese aussenden. Ich hätte mir doch Team Blast für diese blöden Schildkröten aufheben sollen. Nein! Au! Sammelt bitte um Himmels Willen die ganzen Ringe ein und passt auf, dass ihr nicht nochmal erwischt werdet. Alter, ich brauch dringend mehr Level-Ups. Sonst bringt mir das nichts. Naja, ich muss sie alle passen, dass sie nicht feuern. Ja, ich muss sie alle auf den Rücken legen, das bringt uns nichts. So. Einer nach den anderen. Aufpassen. Da feuern welche. Aber sie haben mich verfehlt. So. Rouge, mach sie fertig. Ich sagte, mach sie fertig, Rouge. Daneben. Omega. Wie ich immer Angst kriege, dass ich da runterfall. So. Den nächsten Dicken, bitte. Wow. So, macht sie down. Macht sie fertig. Los. Und wieder diesen Schutzschild, der teilweise zerbricht. Eggman's Robots, ja. Ja, das musste ich sein. Ich musste da jetzt mal dazwischen reden. So, Chaos Control und dann war's das. Ich brauche noch immer ein paar Level Cores. Also in dem Ballon gibt es dabei nur Ringe. Das war auch nur die zweite Stufe, weil es gibt ja mehrere Stufen von diesem Robot-Karneval. Leider Gottes. Viel zu viele. So, Levels. Omega. Ich glaube, das sollte ich jetzt mal suchen, mal mit Omega zu spielen, damit Rouge vielleicht auch einen Powercore bekommt. So, wer ist noch da? Niemand. Dann die nächste Welle. Ah je. Kommt dann der Dicke auch wieder dazwischen. Ja, aber damit kann ich ja auch den Magier runterschubsen. Der nächste. Weg. Sagt er weg mit dir. Wann wird er mal paralysiert, ey? Und stürzt ab. Okay, dann eben. Chaos Control mit Shadow als Anführer, aber dann bekommen die anderen Power Cores. Hoffentlich. Ja. Gamma. Gamma. Omega ist das, mein Gott. Bin ich denn bescheuert? So. Mögen die nächsten nur kommen. Oh! Nee. Stimmt mir alle Ringe schon wieder ab. Scheiße, jetzt kommt wieder die Situation. Verdammt. Ich hasse diese Schwarzmagier. Jetzt sehe ich nicht, wo ich bin. Kamera, wirst du? Ah, ja, ich werde wahrscheinlich getroffen.
Ich trau mich nicht. Bring endlich mal den Magier zum Absturz. Boah, wenn ich bloß was sehen könnte, ey. Ich darf auch nicht stehen bleiben, weil der nächste schwarze Magier, der könnte mir ja dann an der Stelle Ring abziehen. Ah! Dann wäre ich tot. Mann, endlich stürzt er ab, Gott sei Dank. Dann war's das, glaube ich, mal mit dem. Aber da ist noch... Nein! Fuck! Chaos Control! Just as planned. Level up. Smash them all. Hurrah! Annihilate, dark fire. I'll take it from here. Worthless consumer models. I'll take it from here. Chaos control. Just level up. Good. Smash them all. Just as planned. Any time now. Doctor, stop this senseless fight. You underestimated us, haven't Smash you? Smash them all! Activation test unsuccessful. Minimal resistance detected. This is only the beginning! Annihilator, fire! I'll take it from here. This is the ultimate power! Chaos control! Just as planned. Annihilate. I'll take it from here. I'll take it from here. Great. Annihilate. Fire. I'll take it from here. Smash them all. Any time now. Smash them all! Fire! Annihilate charge, fire! Annihilate charge, fire! I'll take it from here! I'll take it from here! Annihilate!
and I have got fire. Smash them all! Don't get so excited, boys! Those were the easy ones! Ja, ist klar, Iggy, ist klar. Mission completed. Oh Mann, das war wieder eine harte Nummer. Nun ja, eure Meinung zu den ganzen Horror-Stages in Sonic Universum, ob ihr da mehr sehen wollt oder nicht, ob ihr euch mehr zusagen würdet oder nicht. Und weiter geht's im nächsten Part. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und seid auch wieder beim nächsten Part mit dabei. Seid gespannt, schaltet wieder ein Orcrush-Verfekt hinein. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute!